Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 7. August. Wir haben wie immer drei Streaming-Tipps für euch mitgebracht. Unser erster Tipp ist direkt nichts für schwache Nerven, denn ihr bekommt einen Einblick in eine Klinik für Menschen mit psychischen Krankheiten. Die Dokumentationsreihe Akutstation Psychiatrie begleitet Patientinnen, Patienten und Pflegende auf einer psychiatrischen Station. Damit die Doku so nah und unverfälscht wie möglich ist, hat die Reporterin Katrin Wegner die Klinik ohne großes Team besucht. Sie filmt alleine, als stille Beobachterin mit einer kleinen Kamera. Denn im Mittelpunkt der Doku sollen die Menschen und ihre Geschichten stehen. Du wirst uns jetzt die nächsten 3 Monate begleiten und wirst du vieles mitbekommen von vielen Sachen, die eigentlich draußen die Leute gar nichts mitbekommen. Also es gibt nicht nur hessische Beziehungsarbeit, die wir hier leisten. Es gibt auch intensive, akute Fälle, wo wir teilweise zu 4 zu 5 beim Patienten sind und ihn auch festhalten müssen, eventuell zur Fixierung kommt. Hab nichts mehr zu verlieren. Ich hole die Luft und... In 5 Folgen geht es um Suizidgedanken, Zwangseinweisung, Psychosen, gewalttätige Patienten, Borderline und Selbsthass. Die Doku zeigt, dass psychische Erkrankungen jeden treffen können. Sie zeigt aber auch, dass jeder zumindest behandelt werden kann, wenn man sich Hilfe sucht. Ihr könnt Akutstation Psychiatrie jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Weiter geht's nach Italien. Die Medici waren eine Familie aus Florenz, die vom 15. bis ins 18. Jahrhundert einen riesigen Einfluss in Italien hatte. Aus dieser Familie gingen 3 Päpste und 2 französische Königinnen hervor. In der Serie Die Medici, Herrscher von Florenz, geht es um die Machtkämpfe mit ihren Feinden, aber auch um Streit innerhalb der Familie. Die Serie setzt im Jahr 1429 an. In diesem Jahr wurde das Oberhaupt der Familie, Giovanni de' Medici, getötet. Sein Sohn Cosimo muss in die Fußstapfen seines Vaters treten. Seine erste Amtshandlung, er will den Mörder seines Vaters finden. Florenz ist aufgeblüht in den Jahren unter der Führerschaft meiner Familie. Aber ich leite die Geschäfte der Bank ab diesem Moment. Keinen Fußbreit weichen wir vor den Medici zurück. Krieg wäre das Letzte, was mein Vater sich für uns wünscht. Niemand wird sich an dich erinnern. Den Mörder seines Vaters zu finden, ist nicht Cosimos einzige Aufgabe. Er muss die Familiendynastie auch vor seinen Feinden verteidigen. Vor allem vor Rinaldo Albizzi. Es könnte aber auch sein, dass es sich dabei um die gleiche Aufgabe handelt. Vielleicht hat Rinaldo ja auch etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun. Die Medici, Herrscher von Florenz, könnt ihr jetzt bei Freevee sehen. Zu den Zeiten der Medici waren die Rollenverteilungen noch ganz klar. Natürlich übernimmt der Sohn die Familiendynastie. Heute sind die Rollenverteilungen zum Glück nicht mehr ganz so klar getrennt. Die Gesellschaft wird toleranter und offener. Die Dokumentation »Wann ist ein Mann ein Mann?« fragt sich, wie es mit männlichen Rollenbildern in unserer heutigen Zeit aussieht. Immer noch gibt es viele Männer, die sich unter Druck gesetzt fühlen. Sie glauben, dass sie traditionelle Männlichkeitsideale repräsentieren müssen. Keine Schwäche zeigen, die Familie versorgen, nicht weinen. Damit schaden Männer oft anderen, aber vor allem auch sich selbst. Wir haben gestritten und ich habe sie dann festgehalten. Ja. Ich wollte sie beruhigen und das war ein Fehler. Rein statistisch begehen Männer 80% aller Gewalttaten und 80% der Opfer sind Frauen. Häusliche Gewalt durch Männer nimmt zu und jeden 3. Tag bringt ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. Warum machen Männer das? Wie kann es so weit kommen? Ist Gewalt im Grunde männlich oder gibt es ganz andere Erklärungen? Und was hilft wirklich daraus? Männer nehmen sich statistisch gesehen 3-mal öfter das Leben als Frauen. Sie sitzen häufiger im Gefängnis, haben öfter Suchterkrankungen und ihre Lebenserwartung ist geringer. Hat das vielleicht etwas mit dem männlichen Rollenbild in unserer Gesellschaft zu tun? Eine Antwort auf diese Frage sucht die Terra Explore-Doku »Wann ist ein Mann ein Mann?« Die könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Google oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf.
Ich bin Imke Zimmermann. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.